Das erste Match vor gut einem Jahr in Chicago in der Halle. Ein schwer umkämpfter 6:4 Sieg im entscheidenden dritten Satz für Becker. Und diesen Erfolg wiederholte er in Tokio, ebenfalls in der Halle, auch in 3 Sätzen. Etliche unter Ihnen, meine Damen und Herren, werden sich an den Schaukampf erinnern. Februar dieses Jahres in Frankfurt. Auch da ging es über 3 Sätze. Es waren immer mitreißende Begegnungen zwischen diesen beiden. Becker zeigt Respekt vor Connors. Er sagt, es ist wirklich bewundernswert, was dieser Mann für das Tennis über die Jahre hinweg getan hat. Sie verstehen sich augenscheinlich ganz gut miteinander. Es hat ein Interview gegeben. Jimmy Connors wird ja für die amerikanische Fernsehanstalt NBC arbeiten. So nebenan her, und er hat Becker interviewt und hat ihn gefragt, na, wann wirst du denn deine beste Zeit haben? Also wird er, sagte Becker, so mit 22, 23. Und jetzt bin ich ja noch nicht mal 20. Ach, sagt Connors, ich bin noch nicht mal 40. Und hatte damit seine Lacher auf der Seite. Ein extrovertierter Spieler, der seine Emotionen zeigt. Jimmy Connors. Un peu de silence, je vous prie, la partie commence. Au service, Becker. Un peu de silence, je vous prie. Da haben Sie mitbekommen, wie beliebt Jimmy Connors hier ist. Das dritte Viertelfinalspiel mit Aufschlag Becker. Zero. 30-0. Das erste Aufschlagspiel ohne Probleme für Boris Becker. 1:0. Und die Sympathien liegen augenscheinlich mehr bei diesem Spieler, bei Jimmy Connors.
fast alle der großen Turniere dieser Welt gewonnen hat, mit Ausnahme der French Open, also der internationalen französischen Meisterschaften. Hier in Paris stand Jimmy Connors dreimal im Halbfinale, zweimal im Viertelfinale, noch nie im Finale. Boris Becker, wie im Vorjahr, im Viertelfinale. Und er hat sich vorgenommen, weiterzukommen. Er hat gestern im Interview gesagt, im letzten Jahr ging ich mit einer anderen Einstellung in dieses Turnier. Da wollte ich nur möglichst weit kommen. In diesem Jahr möchte ich es, wenn es geht, gewinnen. Nach den Darbietungen in den Vorrunden muss man Becker favorisieren. Vor allem im Spiel gegen Jimmy Arias hat er bewiesen, dass er auch auf Sand mit den Besten der Welt mithalten kann. Die Miene von Becker strahlt Zuversicht aus, er wirkt sehr konzentriert. Leichter Zweifel bei Connors, aber kein Protest. 15-40, zwei Breakchancen für Becker. Ball im Aus. Erstes Break und erste Verärgerung bei Jimmy Connors. Eine Zeitlupenstudie des Deutschen. Seine Beinarbeit hat er enorm verbessert. Flüssig seine Bewegungen.
Das war ein Jubel. 0-3. Hatte Connors mit dem Return die Linie getroffen. Diese Vorhand anschließend problemlos. 0-30. Nun zwei Breakbälle für Connors. 15-40. Da liegt halt das Problem, das Netz ist an der Seite 15 cm höher als in der Mitte. Und dann ist es schwierig, den Ball die Linie runter zu spielen. Das ist der Zitterball von Jimmy Connors, wenn er weich den Ball auf die Vorhand kriegt. Einstand. Vorteil Connors, dritter Breakball. Nun klart der Himmel ein bisschen auf, die Sonne kommt durch.
priorité. Es ist offenbar doch wärmer, als es den Anschein hat. Becker holt sich ein Handtuch. Zum zweiten Mal Einstand. Égalité. Wieder ist Jimmy Connors verärgert über seinen Return. Er gilt als der Spieler mit dem besten Return. Er hat die Fähigkeit zu erahnen, wo der Gegner den Ball hinspielen wird, ist also schon gedanklich dort, wo der Ball hinkommt. Und nur so kann er den Ball so zurückspielen, wie er sich das vorstellt. Vorteil Becker. Zum vierten Mal Einstand. Spiel bei Becker. Premier Service. Der erste lange, wunderbare Ballwechsel mit dem besseren Ende für Boris Becker, der mit 3:0 in Führung geht. Becker trieb seinen Gegner weit aus dem Platz, sodass er einmal sogar seine Rückhand einhändig schlagen musste. Guter Auftakt für den 19-jährigen Deutschen. Ich weiß nicht,
der einen sehr ernsthaften Eindruck macht. Er ist gefragt worden, unter anderem in der Pressekonferenz, warum er denn so wenig lacht. Er sagte, hier ist es, wir sind in der vierten Runde der französischen Meisterschaften, jetzt schon im Viertelfinale, da ist kein Platz, um Scherze zu machen. Also er geht seine Aufgabe professionell an und das ist auch richtig so. Er sagt, wenn ich 6:0, 6:0 und 5:0 führe, dann können wir schon mal ein paar Späßchen machen. Aber nicht, wenn es ein bisschen enger ist. Mesdames et messieurs, veuillez gagner vos places rapidement. Le jeu va reprendre. Merci. Allmählich füllt sich das Stadion. Dadurch entsteht Unruhe und der Schiedsrichter muss die Besucher bitten, schnell Platz zu nehmen. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Das dauert alles so seine Zeit. Aufschlag Connors. Das ist der Kämpfer Jimmy Connors mit Spielwitz, unter anderem der überraschende Lob, ein Ball, der viele Gegner in Schwierigkeiten bringt. 15:0. Jimmy Connors hadert mit sich. Sich seiner Schwäche auf der Vorhandseite bewusst. Da hat Becker versucht, direkt zu punkten.
Das ist eine Chance für Becker, denn der zweite Aufschlag von Connors ist für Wahr nicht besonders lang oder besonders hart. Den kann man attackieren. Aber Connors ist in der Lage, sehr gut zu servieren, das heißt, eine hohe Anzahl an ersten Aufschlägen ins Feld zu bringen. Dritter Breakpunkt. Gut gemacht von Becker. Er wirkt nach außen hin sehr ruhig, überhastet nichts. 4:0 Führung. Bislang gibt es an seinem Spiel noch nichts auszusetzen, warum auch. Beeindruckend, wie geduldig er von der Grundlinie spielt und wie sicher er das tut. Breakball gegen Becker. Der
der Netzrichter. Der erste Aufschlagverlust von Boris Becker in diesem Match. Becker meint nach 4 Jeux à 1. Nur noch 4:1 Führung. Aber man sollte den Breaks nicht so viel Bedeutung beimessen hier auf den Sandplätzen. Man hat zwar bei Becker bisher gesehen, dass der Aufschlag schon eine große Bedeutung hat, dass er eben mehr als andere damit punkten kann. Aber bei 98% der Spieler ist es einfach der Ball, der dazu dient, das Spiel zu eröffnen. Es werden nicht besonders große Vorzüge daraus gezogen. Für Jimmy Connors ist dieser Aufschlagverlust von Becker bestimmt psychisch wichtig. Dass er den Lauf des jungen Deutschen ein bisschen stoppt. Monsieur Dorfmann ruft die beiden Spieler dazu auf, wieder sich bereit zu halten. Becker hat einen neuen Schläger genommen. Vielleicht doch eine Seite gerissen, wer weiß es. War von hier aus nicht zu erkennen. Der erste Netzangriff unmittelbar nach dem Aufschlag von Connors. 40-15, zwei Spielbälle zum 2:4.
Das berühmt-berüchtigte siebte Spiel steht bevor. Herrlich. Das war Beckers erster Serve und Volley-Versuch, erfolgreich abgeschlossen. 40-0. Fünf zu zwei. Becker, Menta, St. Joseph. Ist doch sehr erstaunlich, wie geduldig Boris Becker diese Aufgabe angeht. Es hat ja immer große Zweifel gegeben, kann er auf Sand die Weltspitze schlagen oder nicht. Er von sich behauptet, dass er das tun kann. Und so wie er sein Spiel anlegt, muss man dem zustimmen. Zu den taktischen Voraussetzungen ist zu sagen, dass Jimmy Connors eben sein Spiel spielt, egal auf welchem Bodenbelag, ob nun auf Sand oder auf Rasen oder auf Teppichbelag in der Halle. Er hat relativ gerade Schläge, nicht unbedingt mit dem allerhöchsten Tempo, aber er ist sehr schnell auf den Beinen. Spielwitz und natürlich mit einem großen Reservoir an Erfahrung. Wimbledon hat er gewonnen, die US Open hat er gewonnen, die Australian Open in Melbourne gewonnen. 105 Turniersiege insgesamt. Diesen Spieler muss man immer ernst nehmen, auch wenn man wie Becker jetzt 5-2 führt. Und momentan der bessere Spieler ist.
15-3. Das wäre zu schön gewesen. 30 beide. Diese Ballwechsel sind schweißtreibend. Beide Spieler deponieren bei den Linienrichtern ihre Handtücher. Ein Beispiel für das taktische Geschick von Connors. Er hat gesehen, wie gut sein Vorhand-Crossball war, ging nach vorne. Knapp im Aus. Connors verkürzt auf 3-5. Gespielt sind 43 Minuten. Nun kommt es darauf an, ob der Deutsche seinen Service durchbringt. Das war Pech. Die Idee war richtig, nach vorn zu gehen. Aber sie haben sehen können, wie gut Connors selbst durch einen harten Aufschlag retourniert. Grandios. Von beiden gemacht. Selten, dass Beckemann Lob spielt, geht nach vorne. Connors hat das erahnt, wählt das Risiko und hat Erfolg. 15-30.
ohne übertriebenes Risiko. Hat ein bisschen Mühe, die Balance zu halten. Trocken drückt er den Ball weg. 30 beide. Das war eine Riesenchance für Connors. Aber auch beeindruckend, wie Becker hier um jeden Ball kämpft. Sehr schwierig, dieser Vorhandvolley und dann das Glück für ihn. 40-30 Satzball. Das ist ein Spiel für Feinschmecker. Ärgerlich für Jimmy Connors, dass er nach 47 Minuten diesen Satz mit 6:3 verloren hat. Man muss sich einmal vorstellen, Becker brachte jedes Mal seinen ersten Aufschlag ins Feld und trotzdem hat er so große Mühe, dieses Spiel nach Hause zu kriegen. Sechs zu drei, das ist natürlich auch für die Psyche eine Beruhigung. Es wird ja hier in Paris, wie bei jedem Grand Slam Turnier, den vier größten der Welt, von der ersten Runde an über drei Gewinnsätze gespielt. Also es kann maximal 5 Sätze geben. Und gerade hier in Paris auf den Sandplätzen ist es eine besondere Anstrengung, weil die Matches 3, 4 oder gar 5 Stunden dauern können. Das geht natürlich an die Kraft. Ein interessantes Spiel, wie ich finde. Jetzt mit leichten Vorteilen für Beckers, aber entschieden ist noch lange nichts. Der Ball rutschte von der Linie. Becker hat Ballgefühl. Wer daran Zweifel gehabt haben sollte, wird hier eines Besseren belehrt. 15 beide.
ein Stückchen Arbeit für Jimmy Connors, diesen Ball wegzubringen. Erstes Spiel im zweiten Satz für den Amerikaner. Das schauen wir uns noch einmal in Zeitlupe an. Serve und Volley, also nach dem Aufschlag ins Netz. Da wäre es vielleicht besser gewesen, den Ball durchzuziehen, von Beckers Seite aus gesehen, aber das lässt sich so leicht sagen, auf unserer Perspektive aus. Da haben wir seinen Manager und wohl auch seinen Coach. Jon Hirak hat sich ein bisschen bedeckt über die Rolle, die er jetzt spielt, in Beckers Überlegungen. Becker sagt, Hirak ist mein Coach. Aber Jon Hirak, ein Meister im Umgang mit den Medien, versucht nicht den Eindruck zu erwecken, als wäre er eine Art Nachfolger von Bosch auf diesem Sektor. Es sieht auch danach aus, als habe Becker gelernt, alleine sein Match aufzuziehen. Natürlich ist es hilfreich, wenn man einen erfahrenen Mann zur Seite hat, um Matches zu analysieren. Boris Becker schlägt außerordentlich konzentriert auf. Dies hebt natürlich seine Chancen. Jimmy Arias sagte nach dem Spiel gegen Becker, wenn er wirklich so auflegt, dann hat er durchaus eine Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Gesehen. Becker hatte den Arm gehoben, wollte ankündigen, dass der Ball im Aus gewesen sei, aber der Linienrichter hielt die Hände nach vorn gestreckt zum Zeichen, der Ball war drin. Kein Grund zur Aufregung, Becker gewann dennoch den Punkt. Da kann man nicht mehr unter den Ball.
15:30. Breakchance für Becker. Er profitiert wiederum von dem Fehler des Amerikaners mit der Vorhand. 2:1 Führung. Nach wie vor eine konzentrierte und geduldige Leistung des 19-jährigen Deutschen, der hier eine stattliche Anzahl von deutschen Spielern anführt, die am vergangenen Montag das Rennen, den Wettbewerb aufgenommen haben. Insgesamt waren 10 Spieler des Deutschen Tennisbundes am Start. Keine Frage, dass Becker als die Nummer 1 am weitesten gekommen ist. Aber auch die Ergebnisse der anderen können sich sehen lassen. So vor allem von Ricky Osterthun aus Hamburg, der das Achtelfinale erreicht, wo er dann Jimmy Connors unterlag. Auf dem Wege dorthin in der dritten Runde mit seinem Landsmann Damir Keretic zu kämpfen hatte. Auch Michael Westphal beeindruckte im Spiel gegen Jimmy Connors. Es scheint nun doch so zu sein, wenn ihm ein Mann an der Spitze ist, der beweist, dass man auch bei uns zu Lande Tennis spielen kann, dass das eben den anderen nützt. Gesucht wird ja immer noch die endgültige Formation für das Davis Cup Team, das vom 24. bis 26. Juli in Hartford, USA gegen die Amerikaner gegen den Abstieg zu spielen hat. Becker ist klar, Jelen ist wohl im Team, aber wenn im Einzel noch dazukommt, das hat sich Nicky Pilic offen gelassen. Die nächsten Wochen werden es zeigen.
unglückliche Miene des Amerikaners. Zwei Spielbälle für Becker zum 3:1. Tja, große Enttäuschung beim Publikum, weil Jimmy Connors noch nicht das Niveau erreicht hat, das man von ihm kennt. Eine Vielzahl von Fehlern, vor allem auf der Vorhandseite. Wiederholung. Mal der überraschende Ball, wiederum die Längslinie entlang, unerreichbar für Connors. Connors richtig gemacht, nicht den schwierigen Schmetterball aus der Luft genommen, sondern gewartet, bis er aufgesprungen war. Für den Amerikaner, der auf 2:3 verkürzt. Beckermann, 3:2.
Die Kenner unter Ihnen, meine Damen und Herren, werden mit Sicherheit schon entdeckt haben, dass ein Requisit, das Jimmy Connors populär gemacht hat, unter anderem fehlt, nämlich sein, man kann schon fast sagen, antiquierter Schläger. Er hat ja jahrelang mit einem Aluminiummodell gespielt. Das ist völlig aus der Mode gekommen und er hat diesen und jenen Schläger getestet, neue Materialien. Jetzt hat er ein Modell gefunden. Der Schläger besteht vorwiegend aus Keramik und der scheint ihm jetzt zu behagen. Es war kurios vorher, er hat überall auf der Welt Leute gesucht, die noch so ein altes Modell besitzen. Mittlerweile ist wohl dieser Schläger schon in einem Tennismuseum untergebracht. Genauso wie man abgekommen ist von der normalen Schlägerkopfgröße. Kaum einer spielt noch so, wie das vielleicht noch Björn Borg tat, mit einem normalen Schlägerkopf. Das ist noch gar nicht so lange her. Midsize und Oversize Schläger sind auf dem Markt. Haben das Tennis ein bisschen revolutioniert, schneller gemacht. Drei zu zwei für Boris Becker bei eigenem Aufschlag. Das war der erste Doppelfehler. Er hat augenscheinlich den Ball nicht richtig getroffen. Das Service misslang gründlich. Die Anzeigetafel, 1 Stunde 12 Minuten gespielt, 6-3, 3-2 mit einem Break voraus für den Deutschen. Das macht er klug, kein unnötiges Risiko. Den ersten Flugball spielte er nur ins Feld. Nicht unbedingt mit der Absicht, den Ball gleich zu töten. Der zweite Aufschlag hatte wahnsinnig viel Schnitt, sprang sehr hoch, kam noch cross gespielt, das war nicht leicht, diesen Ball zu retournieren. Thank you.
Das schauen wir uns gerne nochmal in Zeitlupe an. Die Attacke von Connors. In voller Streckung an diesen Flugball gespielt. An den wäre er nicht mehr herangekommen, aber der Ball ging gut 10 cm ins Aus. Einstand. Ein Fluch von Connors, unzufrieden über die Qualität seines Lobs. Becker mit Einsatz, steht gut zum Schmetterball, macht den Punkt. Das ist nach wie vor sehr, sehr klug, wie Boris Becker sein Spiel aufzieht. Serviert Jimmy Connors meistens weiche, unterschnittene Bälle, dann macht er Druck mit der Vorhand und provoziert so die Fehler des Amerikaners. So hat er schon des Öfteren gepunktet. Mit der Vorhand aus dem Halbfeld heraus in die Vorhandecke des Amerikaners. Da ist der Ball versprungen. Thank you.
Schön gespielt von Connors. Nach wie vor ein äußerst interessantes Spiel mit schönen Ballwechseln von der Grundlinie her. Jimmy Connors beißt sich durch. Hier nochmal die Endphase des letzten Ballwechsels. Becker mit Vorhand, Crossbällen und dann noch dieser überraschende Longline-Ball von Connors, der den Punkt bringt. Inzwischen ist auch ein Ergebnis eingetroffen vom Damen-Doppel, wiederum erfreulich aus deutscher Sicht. Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková haben ebenfalls wie Steffi Graf und Gabriela Sabatini das Halbfinale erreicht. Kohde-Suková bezwang die Amerikanerinnen Fernandes-McNeil in drei Sätzen mit 6:7, 6:1 und 6:2. Nimmt man noch hinzu, die Vorstellung von Steffi Graf, so kann sich das deutsche Tennis hier in Paris durchaus sehen lassen. So gut wie lange nicht mehr. Steffi Graf im Halbfinale. Das zu erreichen, sich Boris Becker anschickt. Das wären Erfolge aus deutscher Sicht wie vor dem Kriege, als damals Gottfried von Kramm, Henna Henkel, Hilde Sperling und Silly Außen das deutsche Tennis vertraten. Dieser Ball war unerreichbar für Becker. Er flutschte von der Linie. Es kommen ein paar Böen auf den Center Court, während wir eingeblendet haben, die Statistik, die Prozentzahl der ersten Aufschläge, die im Feld sind. Becker 71%, das ist gut. Connors 78%, das ist so seine normale Rate.
Beckerman par 5 jeux à 3. Das spricht für Boris Becker, dass er in der Lage ist, eben die Schwächen von Connors auszunutzen. Zwei Fehler wieder auf der Vorhandseite. Eine bislang eindrucksvolle Darbietung des 19-jährigen Deutschen. Das sind die Ballwechsel, die die Franzosen hier sehen wollen. Ja, ich glaube, Connors muss ein bisschen aggressiver werden. 15. War doch zu lang. Dann Becker in einer ungünstigen Position. 30-15. Satzball für Becker. Symptomatisch für dieses Match. Erneut ein Fehler mit der flachen Vorhand bei Connors. Nach einer Stunde und 31 Minuten führt Boris Becker mit 2 Sätzen. Nun dürfte es für Jimmy Connors sehr, sehr schwer werden. Hier das Ergebnis eingeblendet. 6:3, 6:3. Denn wenn Becker erstmal führt, und zwar deutlich, wird dann ist er sehr, sehr schwer vom Sieg abzubringen. Das Ergebnis spiegelt korrektermaßen den Spielverlauf wider. Und ich glaube, alle Zweifler, die gemeint haben, Becker könne auf Sand nicht Tennis spielen, sind widerlegt. Beeindruckend seine Geduld, seine Übersicht. Nein. Auch heute sein Aufschlag mit der Anzahl der ersten Aufschläge im Feld enorm. Und so kann er für jeden, auch für Lendl, den Titelverteidiger oder für Mats Wilander oder Yannick Noir
ein schwerer Gegner werden. Mit einem neuen Hemd beginnt Boris Becker den dritten Satz. Hat den kleinen Vorteil, dass er als erster aufschlagen kann. Erst ein einziges Mal im ersten Satz beim Stande von 4:0 hat er einen Aufschlag abgegeben. Ansonsten durchweg überzeugt. Jimmy Connors weiß natürlich, dass er jetzt was unternehmen muss. Wird vermutlich jede Chance nutzen, ans Netz zu kommen. Gegen diese Vorhand ist schwer anzukommen. Der Ball hat sehr viel Spin, Topspin. Connors ein bisschen spät am Ball. 40-30. Da geben sich die Hand, sie wissen, dass sie Tolles geleistet haben. Da waren aber alle Finessen dabei.
hatte Becker wohl nicht erwartet, dass Connors den Ball noch erwischen würde. Ich meine, jetzt nach diesem Volley, den Becker wirklich nur in seinem berühmten Sprung erwischen kann. Mit aller Anstrengung rappelt er sich auf, aber den Punkt macht der Amerikaner. Das war noch die Reaktion auf den vorhergehenden Ballwechsel. Breakchance für Connors. Einmal konnte er Nutzen ziehen aus dem Netzroller. Und Connors ist jetzt nicht. Ein umkämpftes Spiel zum 1, 2, 3, 4. Mal Einstand. Thank you.
wieder einmal tieres Geduld spielt. Von der Grundlinie Boris Becker. Erstes Spiel im dritten Satz für den Deutschen. Gibt es Bewegung auf dem Center Court? Die Linienrichter werden ausgetauscht. Sie haben ja wirklich ein schweres Amt. Heute zum Glück nicht so heiß wie sonst. Jetzt ist die Sonne ein bisschen herausgekommen. Obwohl im Hintergrund nach wie vor dunkle Wolken drohen. Aber wir wollen hoffen, dass wir das Match ohne Unterbrechung zu Ende kriegen. Time. Veuillez gagner vos places rapidement, je vous prie. Das Turnier natürlich jetzt in der entscheidenden Phase. Jetzt setzen sich die Asse durch. Im Herrenwettbewerb nach dem Ausscheiden von Karol Nowacek kein ungesetzter Spieler mehr. Und bei den Damen ist es ebenso. Dort haben sich die Favoritinnen durchgesetzt. Veuillez cesser de circuler, je vous en remercie. Ja, der Ball war schwieriger als er aussah, hatte viel Unterschnitt. Nun wird er zum ersten Mal unruhig, eigentlich ohne jede Veranlassung, nur weil einmal ein Slice zu lang gerät.
Connor Ballner. Vielleicht ein kleines Nachlassen bei dem 19-jährigen Deutschen, der aber bis dahin nahezu perfekt gespielt hat. Eins beide. Wiederum gibt es neue Bälle. Es ist windiger geworden auf dem Center Court. Und das beeinträchtigt natürlich den Rhythmus. Ein klares Ass, sowas sieht man auf Sandboden sehr selten. Ah, das braucht Connors, um sich ein bisschen abzuregen, abzureagieren von diesem Ball. Zweifel auch von Monsieur Chatrier, dem Präsidenten des Internationalen Tennisverbandes, der eigentlich gespaltener Ansicht ist über die Spielweise und Spielstärke von Boris Becker. Nach dessen klaren Wimbledon-Siegen hätte er mal darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller wäre, andere Bodenbelege zu nehmen, um zu beweisen, wer nun der beste Spieler ist. Aber Becker hat gerade heute und vorgestern gegen Arias bewiesen, dass er nicht nur aufschlagen kann. Ja, und dieses Bild stimmt uns alles andere als freudig. Dicke schwarze Wolken ziehen heran. Wir wollen hoffen, dass wir wirklich dieses Match noch in unserer vorgesehenen Sendezeit zu Ende kriegen und dass wir hier nicht lange Unterbrechungen haben. Ja, da und dort doch noch mal eine aufgerissene Wolke. Es ist natürlich ein bisschen windig, das es gibt natürlich Hoffnung, dass auch so eine schwarze, dunkle Wolke vorüberzieht. Mesdames et Messieurs, veuillez ne plus circuler. Merci. Wiederum die Aufforderung an die Besucher, sich schnell zu setzen. Un peu de silence, je vous prie. Aufschlag Connors.
15-0. Auch dazu noch einmal die Zeitlupe. Man hat gesehen, der Ball rutschte von der Linie weg. Beckers Rückhand zu hoch, kein Problem beim Vorhandvolley des Amerikaners. Beide und nun kommt große Bewegung ins Publikum. Die Menschen springen auf, spannen Schirme auf, ziehen sich Jackets, Mäntel an. Es fängt an zu regnen und Jacques Dorfmann entscheidet, dass das Spiel unterbrochen wird. Schade, meine Damen und Herren. Aber wir sind doch einiger Hoffnung, wenn wir dem Wetterbericht vertrauen, der für heute wechselhafte Bewölkung angesagt hat, dass es hier sich nur um einen Schauer handelt. Man wird nun in aller Eile den Platz mit einer Plane bedecken, damit der Regen den Sand nicht durchweicht. Boris Becker verlässt in aller Gemütsruhe den Platz. Noch keine Hektik bei den Helfern. Die Balljungen sind dort, wo die Planen untergebracht sind. Und nun beginnt die Prozedur. Ja, meine Damen und Herren, es tut uns leid, aber für das Wetter können wir nun wirklich nichts. Wie gesagt, wir hoffen, dass es hier nur um einen kurzen Schauer handelt. Sehen Sie mal, wie stark der Wind ist. Und das kann ja durchaus ein gutes Zeichen sein. Wir wollen uns deswegen für eine Weile vom Stadion Roland Garros verabschieden. Geben zurück in die Sendezentrale nach Mainz und melden uns dann wieder, wenn Boris Becker und Jimmy Connors den Platz wieder betreten. Tja, liebe Zuschauer, Pech für uns, Pech für Sie. Ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen als das, was Rainer Deike eben angedeutet hat. Ich glaube, wir bleiben jetzt am besten mit den Bildern, die das französische Fernsehen liefert, auf dem Center Court in Paris. Und sobald die beiden dann wieder den Platz betreten, versuchen wir, sie wieder zu rufen. Bis dann also. So hieß sie damals noch. Und mittlerweile sind die Planen vom Center Court in Paris wieder weggeräumt. Die Spieler haben den Platz betreten. Also Rainer, bitte wieder melden. Wir sind sogar noch eine Stufe weiter. Die beiden Spieler haben sich fast schon warm gespielt wieder, nachdem sie aus der Kabine gekommen sind. Die Unterbrechung war zum Glück kürzer als befürchtet. Noch eine Minute Einspielzeit hat Monsieur Dorfmann auf dem Schiedsrichterstuhl soeben gesagt. Der Platz ist wieder in einem tadellosen Zustand. Er ist noch einmal abgezogen worden, die Linien wurden gefegt. Hier Jacques Dorfmann, Oberschiedsrichter des Turniers, der sich dann und wann nicht nehmen lässt, selbst ein Spiel zu schießen. Traditionell auch das Finale. Ja. Mesdames et messieurs, la partie va reprendre sur le score de 2 jeux à 1 en faveur de Becker. Service Connors 15 à 1. Monsieur Dorfmann hat den Spielstand nochmal wiederholt. Wir tun jetzt auch die ersten beiden Sätze jeweils mit 6 zu 3, 6 zu 3
an Boris Becker und er führt im dritten Satz 2:1. Aufschlag Connors beim Stande von 15 beide. Bis dato eine überzeugende Leistung des 19-jährigen Deutschen, der mit viel Geduld, mit Präzision sein Spiel aufbaute. Sehr gut aufschlug. Während Jimmy Connors doch ein bisschen schwächer spielte, als er es kann. Vor allen Dingen seine Vorhand, wenn er im Flach angespielt wird, weich, zeigt Schwächen. Bleibt abzuwarten, wie beide die Pause verkraftet haben. Das Spiel geht weiter mit Aufschlag Connors. Wie gesagt, 2:1 für Becker, 15 beide. Den Ball nicht voll getroffen. Somit Spielball für Connors. Das ist eine Seltenheit bei Jimmy Connors, ein Doppelfehler. Das eröffnet Boris Becker die Chance zum Break. Mal die Zeitlupe. Der Passierschlag von Becker nicht diagonal genug.
Connors blieb einfach dort stehen, wo er war. Einstand. Und Gezeiterkeit. Connors hatte gar nicht gemerkt, dass Becker noch gar nicht bereit war. Hatte sich abgetrocknet in der Zwischenzeit. Vorteil Connors, der diesen abgefälschten Ball zum Anlass nahm anzugreifen. Ja, die Rückhand von Becker wurde immer länger. Der Ball war genau auf der Linie. Jetzt schauen wir es nochmal an. Hier ein bisschen kurz geraten, wahrscheinlich Gegenwind und dieser Ball auf der Linie deutlich zu sehen. Dem kann man dann nichts mehr machen. Noch kein Break in diesem dritten Satz. Zwei beide Aufschlag Becker. Immer noch Unruhe, es ist windig, der Sand wird aufgewirbelt. Connors, wie sieht jetzt die Ecken an? Hat Erfolg? Da war Becker schon auf dem Weg in die Rückhandecke und mit vollem Risiko
nimmt Connors den Ball aus der Luft. 15:30. Wieder einmal hat Becker das Tempo gewechselt, brachte Connors in Schwierigkeiten. Spielball zum 3:2. Meisterhaft vorgetragen, dieser Angriff. Alles stimmte, Aufschlag, die erste Vorhand, die zweite gegen die Laufrichtung. Hier die Zeitlupe noch einmal zu bewundern. Er nimmt richtig Maß und dann ist der Amerikaner chancenlos. Ah, das ist ein harter Fight für Jimmy Connors. Der jetzt andauernd dem Rückstand nachlaufen muss. Ein großer Fighter, einer der Stars des Tennis über die Jahre hinweg. Mittlerweile ist ja dieser Sport hochkommerziell. Insgesamt werden hier in Paris umgerechnet 6 Millionen Mark ausgeschüttet. Die großen Turniere Paris, Wimbledon, Flushing Meadow, buhlen darum, wer das meiste Geld zahlt. Eine Entwicklung, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Selbst der Verlierer hier im Viertelfinale hat schon 50.000 Mark sicher. Der Sieger, der, wenn jetzt alles nach Plan läuft, am Sonntag ermittelt wird, bekommt 400.000 Mark. Mittlerweile ist der Center Court fast auf den letzten Platz gefüllt. 16.500 Zuschauer finden Platz. Also können wir davon ausgehen, dass 16.000 da sind. Eine tolle Kulisse. Und das mit dem zweiten Aufschlag.
Das erste zu Null Spiel von Jimmy Connors in diesem Match. War ein leichter Durchhänger bei Becker. Ein weiteres Ass. Das ist natürlich ein großer Nachteil bei diesem starken Wind, der zeitweise da aufbraust, die Kontrolle über die Schläge zu behalten. 40-15. Bisschen in Stolpern geraten, das schauen wir noch einmal an. Gegen diesen herrlichen Ball nach. Er ist ausgerutscht. Ja. Zum Glück hat er nicht versucht, noch diesen Ball zu spielen. Er hätte sich dabei wirklich böse verletzen können. Jetzt kann man spekulieren, ob er ohne Berührung des Netzes ins Feld gegangen wäre. Schwer zu sagen. Ist ja auch müßig. Von 40-15 auf Einstand. Becker ist jetzt ein weiteres Mal ausgerutscht, also der Platz doch trocken. Avantage Becker.
Jimmy Connors, wie ihn die Leute lieben. Egalité. Der Vorhandball von Becker etwas zu kurz. Und somit konnte Connors ihn aus dem Lauf noch wunderbar platzieren. Dieser Ballwechsel war stark beeinträchtigt durch den Wind. Das erste Break im dritten Satz. Connors eben mit dem Wind im Rücken. Man hat es gesehen, bei der einen Rückhand muss er förmlich hinterherlaufen. Nun wird es wirklich spannend, wie Becker darauf zu antworten in der Lage ist. Es ist doch schwierige Bedingungen geworden durch den böigen Wind. Wir können das verfolgen anhand der Fahnen, die hier aufgezogen sind. Ab und zu braust es förmlich aus, dann hängen sie wiederum schlaff im Wind. Mal sehen, ob Boris Becker diese kritische Phase übersteht. Von kritisch für sich, er ist ungeduldiger, unruhiger geworden. Es dauert jetzt immer sehr lange, bis die Spieler weitermachen können. Zero,
Qualität der Serie. Das bedeutet Nummer 2 der Setzliste. Gut gespielt von Becker. Mit viel Topspin Corners weit aus dem Platz herausgetrieben, sodass er nur mit einer Hand an den Ball herankam. 0:30. Etwas zu überhastet in diesen Ball hineingegangen. Zwei Möglichkeiten für Becker zum Rebreak. Das ist es, was sich ein Spieler der Weltklasse wünscht, wenn er seinen Aufschlag verloren hat, sofort einen Break, einen Gegenbreak zu schaffen. Somit ist alles wieder offen im dritten Satz, 4-4. Quarante
45. Baker mène par 5 jeux à 4. Aus dem dritten Satz. Nach den folgenden Spielen noch 2 Punkte. Jetzt führt Boris Becker 5-4 und hat alle Chancen. Zum ersten Mal könnte er das Halbfinale der internationalen französischen Meisterschaften erreichen, in dem bereits 2 Tschechoslowaken stehen, Ivan Lendl und Miloslav Mečiar. Der Sieger aus dieser Partie, Becker Konas, wird dann am Freitag auf den Sieger der Begegnung Yannick Noah, Frankreich, und Mats Wilander, Schweden, treffen. Also nur noch große Namen im Wettbewerb. Ich fahre einmal davon ab, dass Stefan Edberg hier sehr früh ausgeschieden ist, der Weltranglisten-Dritte. Aber der hat in Paris noch nie seine Höchstform erreicht, hier immer relativ zeitig verloren. Ein bisschen Silence, je vous prie. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen können, was Becker sagt. Unglaublich, sagt er, so schlecht. Er ist halt ein Perfektionist, es muss alles gehen bei ihm. Beide mächtig gestöhnt.
Jimmy Connors muss immer rechnen. Hier der Angriff. Wahnsinn, dass Beckett diesen Ball überhaupt noch kriegt. Auf die Beine kommt. Eine späte Entscheidung. Gut gespielt. Zum ersten Mal kam Jimmy Connors mit dem zweiten Aufschlag nach vorn. Hat Becker offenbar überrascht. 5-5. Jetzt ist auch Stimmung im Stadion. Natürlich wollen die Leute gerne ein bisschen mehr von Jimmy Connors sehen.
Busbrecker bringt also seinen Aufschlag durch, 6:5. Die Spannung in diesem dritten Satz nähert sich den Höhepunkt. Hier der Verlauf der ersten Aufschläge. Ein bisschen nachgelassen, die Prozentzahl der ersten Services, die drinnen im Feld waren, sowohl bei Connors als auch bei Becker. Trotzdem, die Statistik ist eigentlich gut für beide. Bleibt abzuwarten, ob Boris Becker jetzt Jimmy Connors wiederum so leicht machen wird bei dem Aufschlagspiel wie vorhin. Er wählt nochmal einen neuen Schläger. Frisch verpackt. Das Paket vom Becker mit 29 Kilo bespannt. Also äußerst hart bespannt. Nichts für den Normalverbraucher. Da waren augenscheinlich ein paar Platzfehler mit dem Spiel, sowohl bei Becker als auch bei Connors. 0:15. Ansatz her richtig gemacht, aber er kriegt nicht den nötigen Druck in den Volley hinein. Hat wohl auch einen Crossball erwartet. Ist schon der neue Schläger kaputt gegangen. Ein weiteres Modell. Becker hat da großen Verschleiß offenbar. Die entschuldigende Geste in Richtung Connors. 15:30, nun ein ganz wichtiger Punkt. Diese Geste kennen wir seit 2 Jahren zur Genüge. Er hat gesehen, dass Connors sich nach vorne bewegte, zog die Rückhand voll durch. Hier ist es. 15:40, 2 Matchbälle für Boris Becker.
Diesmal hat Connors den Ball cross gespielt. Erster Matchball abgewehrt. Atmet Jimmy Connors tief durch. Zweiter Matchball abgewehrt. Traumhafter Stoppball. Wieder kam die geballte Faust von Becker. Dritter Matchball. Der ist aus. Der dritte Matchball bringt die Entscheidung. Boris Becker gewinnt dieses Match, freut sich zurecht. Nach 2 Stunden 42 Minuten bezwingt er Jimmy Connors mit 6:3, 6:3 und 7:5. Zieht damit ins Halbfinale der internationalen französischen Meisterschaften ein. Seinen Gegner kennt er noch nicht. Der wird im Anschluss an dieses Match hier ermittelt. Für die Franzosen wird das ein Leckerbissen werden zwischen Yannick Noah und Mats Wielander. Während wir hier nochmal den Matchball erleben. Die Attacke von Connors. Früh genommen, der Rückhandball, aber der seitlichen Ausweg. Mit großem Jubel verlassen beide Spieler den Center Court in Paris, während wir hier die Gratulation noch einmal miterleben. 2 Generationen auf dem Tennisplatz, Becker 15 Jahre jünger als sein Gegner. Aber es war doch insgesamt ein interessantes Match und besonders zu würdigen die Geduld, die Becker aufbrachte, seinen Gegner von der Grundlinie zu schlagen. Das wird ihm Zuversicht geben für die kommenden Aufgaben. Egal auf wen er nun treffen wird, Noah oder Wielander. Er hat das Zeug dazu, beide zu schlagen. Auf anderen Bodenbelägen hat er es auch bereits getan. Also von nun an ist alles möglich. Das französische Fernsehen hat uns versprochen, Interviews durchzustecken. Wir können mitlauschen, wenn die Franzosen sowohl Jimmy Connors und Boris Becker
befragen. Wollen wir mal sehen, ob das auch so klappt. Gleich in den Katakomben ist ein kleines Interviewstudio des französischen Fernsehens. Während wir hier nochmal den Hauptplatz sehen, der hergerichtet wird für das letzte Viertelfinalspiel dieser internationalen französischen Titelkämpfe. Also Becker schon eine Runde weiter als im Vorjahr. Er hat sein Vorhaben wahrgemacht. Stellt sich darauf ein, bis ins Finale zu kommen. Ist voll motiviert. Jimmy Connors hat gut gekämpft. Nach wie vor beeindruckend, die Fähigkeit zu retournieren. Und das ist bei den harten Aufschlägen vom Becker äußerst schwierig. Aber so allmählich, glaube ich doch, sinkt der Stern des Amerikaners. Er ist zwar in der Lage, immer noch bei jedem Turnier so die Runde der letzten 8, manchmal sogar das Halbfinale zu erreichen. Aber sein letzter Turniersieg liegt schon mehr als 2 Jahre zurück. Er wird im September 35 aber Jahre alt. Wieder so an zu lachen wie letztes Mal. Aber er denkt noch nicht daran, sich vom internationalen Turniersport zurückzuziehen. Auf dem Kopfhörer habe ich schon die Stimme von Becker gehört. Ich nehme an, dass die französischen Kollegen ihr Interview jetzt vorbereiten. Wir können noch ein bisschen drauf bleiben, meine Damen und Herren. Wollen wir mal hören, was die beiden Herren zu sagen haben. Modified your mental approach to your tennis on clay. Right, so far the biggest problem for me was my mental problem, that I could go on the court and just wait from time to time for the mistakes from my opponent. Not only I have to serve aces, I have to make winners, and that was the main thing I had to work on, but now I think I did a good job. Also Boesbecker hat gesagt, dass es bisher ein mentales Problem war, geduldig zu bleiben, auf die Fehler des Gegners zu warten und nicht immer selbst zu punkten. Daran hat er gearbeitet und jetzt zeigt das Früchte. Taktiquement, vous avez beaucoup utilisé le revers slicé au cours de cette rencontre. Die Frage nach der Taktik, viele Slice-Bälle. Au centre du terrain, côté coup droit, Jimmy Connors. C'était une tactique voulue. During the match, you seemed to hit a lot of sliced backhands, and you played a lot to the center, into the center of the court, or to Jimmy's forehand. Was that deliberate on your part? Right, I played him nach der Taktik. The main tactic I guess everybody's using is to hit on his forehand, but it's not so easy. You know, you can't just go there and hit only on the forehand. You have to also do something else. But I started playing like this, yeah. Also es war schon so beabsichtigt, das macht jeder, dem Jimmy Connors auf die Vorhand zu spielen, aber man kann sich nicht da rein darauf verlassen. Man muss auch ab und zu mal das Tempo und die Schläge variieren. Pour Jimmy Connors, Boris, comment vous a-t-il semblé aujourd'hui sur le court, moins vif qu'auparavant, ou vous a-t-il encore impressionné et étonné? In the past, you've always expressed unbounded admiration for Jimmy. How did he seem to you today? Does it seem to you that he slowed down at all? Well, I mean, he's great. If I'm not with 34, if I'm with 28 in the shape he's now, I'm just very happy. And he's playing still great tennis, as everybody could see. You know, it's not easy for him to go to Paris and play the French Open, but he does it, and he makes the quarters, and he still hangs in there. 2 sets of love down, and he still fights, and he's just great. Also nach wie vor Bewunderung von Boris Becker für Jimmy Connors. Und er sagt, wenn er mit 28 noch so in Form ist wie Connors mit 35, ist er sehr froh. Er zeigt immer sein Bestes. Selbst wenn er 2-0 Sätzen zurückliegt, kämpft er weiter. Und die letzten 8 zu kommen bei den französischen Offenen ist schon eine tolle Leistung. Pour ce qui me concerne, j'ai remarqué que tu étais plus patient du fond du cours. C'est vrai, tu viens de le dire. Mais j'ai aussi remarqué que tu as pris Jimmy Connors de vitesse. Prendre Jimmy Connors de vitesse à l'échange de fond de cours, c'est quelque chose de prodigieux. Et ça prouve que tu as fait un pas gigantesque sur terre battue, qui pourrait bien te valoir une victoire dès 87 sur cette fameuse terre battue.
Jean-Paul says that he, as he told you before we were on the air, that you played beautiful tennis. He was very impressed by your game. You seem to have made gigantic progress. Also, Bewunderung des französischen Trainers Jean-Paul Lhote, der das Tennis von Becker bewundert. Him, which, according to Jean-Paul, might very well win you the title here in Paris. That's nice. And, und der well, it's been a französische Trainer, Co-Kommentator des französischen Fernsehens, hält es für möglich, dass Becker hier Paris gewinnt. Jesus, I'm been playing well in practice. Why shouldn't I play well in the match? And Jan just kept telling me I can do it, I can do it. And now finally I'm in the semis, but I have two more to go. J'ai encore deux matchs à faire. Je me suis dit même. Gauthier hat gesagt, ich könnte nicht auf Sand spielen, aber ich habe immer den Glauben an mich bewahrt und jetzt bin ich in den letzten vier und ich kann dieses Turnier durchaus gewinnen. Réussir également, mais c'était long et dur pour arriver jusqu'en demi-finale et puis maintenant on verra. You seem to be quicker. You feel already quicker on the court. That it was absolutely great. You moved so well. Well, I've been for his Beinarbeit. Er bewegt sich schneller. Conditioning coach, as everybody knows, I think, and he helped me a lot. And I know now that I can be out there for 4 hours for 5 sets and just if I have to, just stay at the baseline and play the ball back and just run for a couple of balls. And that's a good feeling already to have on clay. Auch das Kompliment an seinen Konditionstrainer Frank Dick, der ihm viel beigebracht hat. Er kann jetzt 4 Sätze und 4 Stunden und 5 Sätze auf dem Platz bleiben und von hinten spielen. Das macht ihm nichts aus körperlich. Il dit strictement la même chose qu'à la sortie de votre victoire l'année dernière à Wimbledon, vous lui avez dit: pour moi, c'était pire encore de savoir que j'allais perdre. C'était pire dans ma tête, alors que de gagner, ça me fait peut-être moins plaisir que l'horreur que j'aurais eu à perdre. Everyone knows that Jimmy Connors hates being defeated, but in Günter Bosch's book, he said pretty much the same thing about you. He said that after you won Wimbledon, you were so afraid of losing, you were so horrified by the idea of defeat that, in fact, winning perhaps was a little less intense a feeling than that horrible feeling of. Right, we are a little bit the same kind of play. You know, we both go on the court and. I'm diving, he sometimes too, you know, we fight for every ball, and for us to lose is much worse most of the time than to win. C'est vrai pour also nous, Becker nous sagt, etwa on der gleiche Typ wie Jimmy Connors. Becker fliegt nach den Bällen, beide wollen immer gewinnen. Und das ist das Ende dieses Interviews, weil jetzt die beiden anderen Viertelfinalisten auf dem Platz sind. Also die Glückwünsche an Boris Becker. Meine Damen und Herren, unsere Sendezeit haben wir schon überzogen. Über dieses Spiel werden wir kurz berichten heute Abend. Mit dem erfreulichen Ergebnis, dass Boris Becker das Halbfinale in Paris erreicht hat, gebe ich zurück vom Start Roland Garros in die Sendezentrale nach Mainz.